Man sagt ja, die KMU sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Was braucht es für eine Willkommenskultur für die KMU? Ich glaube, dass da vor allem die Wirtschaftskammer selbst gefordert ist. Also sie schreien immer, sie wollen Bürokratie abbauen. Und wenn ich dann sehe, wie viele Hürden, dass ich sage, innerhalb der WKO also geschaffen werden, dann sage ich, fangt einmal selber bei euch an und ihr werdet sehen, ihr werdet das auch in den Griff kriegen. Und sprecht einmal selber mit Kleinunternehmern, wie ich sage, die WKO es ihnen einfacher machen kann. Es ist immer einfach, über die anderen zu reden. Ich habe einmal ein Möbelhaus saniert und ich habe nicht beim Kika angefangen, sondern ich habe bei Gröber Möbel angefangen. Und dort hat es auch funktioniert, weil das war meine Firma und bei der haben wir auch einen Einfluss gehabt. Und genauso verhält sich es auch, ich sage, wenn ich Jungunternehmen unterstützen will, vor der eigenen Türe kehren.